Just in time, die beste Zeit. Weiß hier irgendjemand Bescheid und kennt sich aus mit all dem, was hier passiert? Kennt irgendjemand meine und deine Lebenssituation und kümmert sich darum? Das fragen sich viele Menschen nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern in vielen Krisen und ungelösten Fragen des Lebens. Und das frage auch ich. Um die Jahrtausendwende, also vor circa 2000 Jahren, herrschte im alten Israel seit 400 Jahren Funkstille. Gott hatte sich nicht mehr zu Wort gemeldet. Und inzwischen herrschten die Römer mit unglaublicher Härte und Brutalität im Land. Vor langer Zeit hatte Gott den Messias, den von Gott gesandten Retter, angekündigt. Doch nichts war passiert. Hier sind zwei Beispiele von vielen dieser alten Ankündigungen. Jakob hatte gesagt, dass dieser Messias ein Nachkomme seines Sohnes Juda sein würde. Und der Prophet Micha hatte sogar den Geburtsort des Messias vorhergesagt. Nicht das bedeutende Jerusalem, sondern der kleine und unbedeutende Ort Bethlehem. Und genauso kam es, nur weil der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung befohlen hatte, wofür auch Josef und Maria in ihren Geburtsort, und das war genau Bethlehem, gehen mussten. Und genau dort und zu dieser Zeit wurde dann Jesus geboren. Wenn das mal kein Zufall ist. Als die genau richtige Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das steht im Neuen Testament. Hier steht das Wort Chronos im griechischen Text und es bedeutet, irgendwann in der Abfolge der Zeit, in der Geschichte passiert etwas, scheinbar ohne irgendeine besondere Bedeutung. Aber hier steht das nicht so, sondern hier steht, als die Fülle der Zeit gekommen war, genau im richtigen Moment, als die Zeit reif war und der Zeitpunkt gar nicht besser hätte sein können. Das andere Wort für Zeit in der Bibel lautet Kairos und bedeutet genau das, diese besondere Zeit. Jetzt geschieht etwas ganz Besonderes, das alles verändert. Und was passierte da? Da schickte Gott seinen Sohn zu uns. Weihnachten. Manchmal fragen wir uns, ob Gott überhaupt mitbekommt, was in unserem Leben passiert und ob er reagiert, wenn wir beten. Weihnachten zeigt uns den Gott, der den Überblick über das Große und das Kleine und über dein und mein Leben hat. Wir sollten nicht an ihm zweifeln oder die Hoffnung aufgeben. Er wird zur richtigen Zeit antworten, auch in unserem Leben. Verlassen wir uns darauf, dass Gott das Beste für uns im Sinn hat und dass er weiß, wann die beste Zeit dafür ist.